Dieser Kurier ist kein Namenloser. Im Gegenteil, hier radelt Prominenz. Fritz Teufel, bekannt als Bürgerschreck und 68er, als Street Fighting Man eben. Ein Stück deutsche Geschichte. Die späten 60er, Politik wurde auf der Straße gemacht. Die Studentenbewegung, Kampf gegen verkrustete Strukturen in Uni und Gesellschaft. Kampf auch gegen den Schah und Vietnam. Wortführer Rudi Dutschke, der disziplinierte Ideologe, und Fritz Teufel, der antiautoritäre Anarcho. Was ist ein Revolutionär? Also die Kommune 1, würde ich sagen, war eher so eine Art Avantgarde. Und die Radfahrer sind es auch, also bin ich mir treu geblieben. Kommunarde Teufel suchte den Konflikt mit der Staatsgewalt. Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Provokative Aufforderung per Flugblatt, im KDW mal diskret ein Zigarettchen zu rauchen. Die Straße forderte Freiheit für Teufel 1968. Ich betrachte meine Freilassung als einen Erfolg der politischen Studentenbewegung von Berlin, der es gelungen ist, Reste der liberalen Öffentlichkeit zu mobilisieren. Meine Freilassung in Form einer Haftverschonung ist allerdings ein fauler Kompromiss. Was? Vergasen! Verjasen, sowas sollte man verjasen. Naja, die Gesellschaft hat sich ja inzwischen verändert. Erstens haben wir nicht mehr diese alte Nazi-Generation am Ruder. Es sind ein bisschen zivilisiertere Zustände eingekehrt. 1982, Teufel trifft Matthöfer, Talkshow-Geschichte. Also zum Beispiel, er möchte allen Leuten die Hände schütteln. Ich möchte gerne mal einen Bundesminister nass machen. Aber der gleiche ist Recht für alle, ich möchte auch. Sio, ich möchte, nee, auch. Möchte lieber ihn erst. Das Nein, darf ich mal. Oh. Das war wunderbar, dass so ein Mensch wie Matthöfer noch in der Lage ist, spontan zu reagieren. 1980, politischer Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder des Kammergerichtspräsidenten von Drenkmann und die Entführer des CDU-Politikers Lorenz. Teufel, Mitglied der Bewegung 2. Juni, konnte ein Alibi aus dem Hut zaubern. Freispruch nach 5 Jahren Haft. Seither hat er die meiste Zeit auf dem Fahrrad verbracht. Ich habe auch weitere Touren gemacht. Bin nach London geradelt mit dem Fahrrad, habe dort ein Jahr lang als Bäcker gearbeitet, bin nach Portugal geradelt und habe ein Jahr lang auf dem Land gearbeitet, Oliven geerntet, Wein gepflanzt, hab von den Früchten des Gartens gelebt da. Als Kurier verdient Teufel heute etwa 1000 Mark im Monat. Wenn er nicht so furchtbar viel Miete zahlt, dann wie ich, kann man mein Brot auch selber backen. Allerdings komme ich in der letzten Zeit nicht mehr dazu, aber ich lebe relativ anspruchslos. Hat der Altrevoluzzer, der insgesamt 8 Jahre Knast hinter sich hat, heute noch Träume? Ja, was ich unbedingt noch machen möchte, ist nach China zu radeln. Das ist bestimmt eine wunderbare und eine abenteuerliche Reise. Dazu braucht man aber viel Zeit und auch ein bisschen Kleingeld.